Vielen Dank für die Anmoderation. Herzlich willkommen zum Beitrag zum Ressourcenkatalog in Eduvidual für Moodler und für Nicht-Moodler. Ja, ich denke mal, dieses Angebot ist einfach auch für jene interessant, die vielleicht sonst im Alltag nicht mit Moodle arbeiten wollen, weil man trotzdem für einzelne Lernressourcen relativ einfach eine Möglichkeit hat, diese zu verwenden und in den eigenen Unterricht zu integrieren, auch wenn man ansonsten nicht sehr viel mit Moodle arbeiten möchte. Deswegen habe ich das in den Titel aufgenommen, um einfach auf diese Möglichkeit auch hinzuweisen. Aber ich werde im Rahmen eines Beitrags dann zeigen, über welche Möglichkeiten man dann verfügt, wenn man das machen will. In erster Linie möchte ich einmal klären, worum es bei diesem Ressourcenkatalog überhaupt geht und wer an diesem Ressourcenkatalog mitarbeitet. Grundsätzlich geht es um eine Sammlung von offenen Bildungsressourcen im Fall von Eduvidual. Das bedeutet, dass es alles kostenlose Lernpakete sind. Aber der eigentliche Sinn von offenen Bildungsressourcen liegt nicht darin begründet, dass sie kostenlos sind, sondern dass sie beliebig verändert werden dürfen und an den eigenen Unterricht angepasst werden können. Deswegen werden die meisten offenen Bildungsressourcen unter einer Lizenz wie beispielsweise Creative Commons Lizenzen weitergegeben, weil damit Urheberrecht ja klar geregelt ist, was man darf. Und im Vergleich zu beispielsweise Schulbuchinhalten, die man ja nicht kopieren und verändern darf, ist das bei diesen offenen Bildungsressourcen sehr wohl möglich. Das heißt, es geht bei dieser Sammlung in einem sehr großen Ausmaß nicht nur darum, Dinge vorzufinden, die man eins zu eins in seinen Unterricht übernehmen möchte, wobei das natürlich auch geht, sondern es geht auch sehr darum, dass man Dinge aufgreifen kann, die man gesehen hat und die einen interessieren und die man dann auch auf den eigenen Unterricht adaptiert anwenden kann. Bei diesem Ressourcenkatalog, den wir in Eduvidual haben, sind daher Lehrer und Lehrerinnen gefragt, die selber Dinge im Unterricht verwendet haben und das dann auch mit anderen teilen möchten. Das ist ein schönes Beispiel von den Möglichkeiten der Eduvidual-Plattform, weil es hier einfach österreichweit eine Möglichkeit gibt, für Lehrerinnen sich zu vernetzen, sich auszutauschen und dann auf sehr einfache Art und Weise diese gegenseitig freigegebenen Inhalte dann auch verwenden zu können. Es ist so, dass auch redaktionell, also quasi qualitätsgeprüfte Inhalte in diesem Ressourcenkatalog vorzufinden sind. Es sind beispielsweise alle DigiComp-Beispiele darin enthalten. Die DigiComp-Beispiele wurden ja vom Bildungsministerium durch eine Gruppe von Experten und Expertinnen erstellt. Ich meine, es wird auch daran noch weitergearbeitet. Also es kommt immer wieder zu einer gewissen Neuerung, die wir dann auch hier einarbeiten müssen. Aber im Wesentlichen sind eben alle diese DigiComp-Beispiele in unserem Ressourcenkatalog vorhanden. Und darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, die sogenannten eTapas, die ja eine Initiative von eEducation sind, über Eduvidual freizugeben. Das heißt, alle eTapas werden in Eduvidual erstellt und freigegeben. Und diese eTapas haben das besondere Merkmal, dass sie durch einen Peer-Review-Prozess von anderen Lehrerinnen auch noch einmal angeschaut werden und man hier eine qualitative Bewertung bekommt, wie gut sich dieses Lernpaket für den geplanten Einsatz auch tatsächlich eignet. Zu den eTapas ist noch zu sagen, es gibt hier eine eigene Seite, die gebe ich vielleicht kurz in den Chat hinein, den Link, wenn ich den Chat finde. Ja, hier ist er. Das ist, wenn man die Bildschirme geteilt hat. Dann ist alles woanders vorzufinden. Das heißt, bei diesen eTapas folgt man auch einem gewissen Weg bei der Erstellung und bekommt dann sogar ein Honorar,
wenn das eDAPA abgenommen wurde von eEducation. Das sind, glaube ich, um die 260 Euro circa. Und nachdem das dann abgenommen wurde von eEducation, kann es eben von jemand anderem, einer anderen Lehrperson, erprobt werden. Und diese Person bekommt dann ebenfalls ein Honorar. Also das ist ein kleiner Anreiz, den eEducation hier gesetzt hat, um diesen Gedanken der offenen Bildungsressourcen unter den Lehrerinnen in Österreich noch ein wenig zu fördern. Und natürlich möchte ich auch hier alle dazu motivieren, für die das ein Thema ist, dass sie ihre Inhalte hier teilen, wenn sie das möchten. Die Inhalte, die jetzt hier nicht von eEducation qualitätsgeprüft werden, werden natürlich schon überblicksmäßig reviewed. Das heißt, wir vom Zentrum für Lernmanagement schauen auf die Lernpakete, die freigegeben wurden ohne E-Education-Prüfung. Und natürlich ist aber diese Prüfung eine formale Prüfung, auf dass keine Urheberrechte verletzt werden. Aber wir können das natürlich nicht für alle Gegenstände fachlich prüfen. Deswegen kann es natürlich dazu kommen, dass auch hier die Qualität unterschiedlich ausfällt, aber oft geht es ja auch um die Idee hinter einem Lernpaket und eben dann die Möglichkeit, diese Idee in den eigenen Unterricht zu übertragen mit einem Inhalt, der einem besser passt. Es gibt dazu auch die Möglichkeit, mit Sternchen eine Meinung abzugeben und das hilft natürlich dann auch für andere bei der Suche, ob etwas gut oder nicht so gut angekommen ist. So, der Ressourcenkatalog von Edovidual ist grundsätzlich öffentlich einsehbar. Das heißt, auch jemand, der nicht bei Edovidual angemeldet ist, kann den Ressourcenkatalog benutzen und durchsuchen. Wenn ich also hier auf die Startseite komme von Edovidual, auf die Login-Seite, besteht auch die Möglichkeit, sich als Gast anzumelden. Ich mache das jetzt vielleicht auch mal und auch dann finde ich hier Links, die Möglichkeit, auf den Ressourcenkatalog zuzugreifen. Die Suche schaut im Moment recht spartanisch aus. Das ist bei uns eine offene Baustelle, aber wir sind nahe davor, die Suche zu verschönern. Deswegen, ich zeige es in diesem Kontext kurz nur her. Das ist ein Ausblick, wie die Suche in Zukunft ausschauen soll. Und hier ist es dann auch möglich, zum Beispiel zu sagen, dass man nur gut bewertete Einträge sehen möchte. Und natürlich kann man nach Gegenstand und auch nach der Schulstufe hier filtern. Wenn ich jetzt Suchbegriffe eingebe oder die Filter hier oben benutze, dann bekomme ich natürlich die entsprechenden Suchergebnisse und kann dann auch in so ein Lernpaket hineinschauen. Also auch jetzt als Gast sehe ich, worum es bei diesem Lernpaket geht. Ich sehe auch die Lizenz und gewisse andere Details und eine Bewertung, die hier vorgegeben wurde. Und ich bekomme die Information, dass ich den Kurs nur im Betrachtungsmodus verwenden kann. Wenn ich Gast bin, ist das eine gewisse Einschränkung, weil ich ja, wenn ich jetzt hier Nobody bin, nicht hochladen kann. Das System wüsste ja auch nicht, wem diese Lernfortschritte dann zugeordnet werden sollen. Das heißt, wenn ich diese Lernpakete verwenden möchte, um auch tatsächlich etwas zu lernen, dann muss ich mich im System anmelden. Also zumindest, wenn es um interaktive Übungen geht. Ja, zum Beispiel Quizze oder Aufgaben, wo ich etwas hochlade, Lektionen und, was halt alles hier an Möglichkeiten besteht. Wenn ich mich dafür entscheide, dass ich mich also hier anmelden will, muss ich mich in irgendeiner Form authentifizieren. Ich kann dazu das Portal Digitale Schule benutzen, Microsoft oder Google-Konten, oder ich kann mich auch einfach registrieren mit einer beliebigen E-Mail-Adresse und mich dann mit Benutzernamen und Passwort hier einloggen. Wenn ich nun also sage, ja, ich möchte da lernen, sage ich ja, mich in den Kurs einschreiben. Kurze Bestätigung und schon bin ich in den Kurs eingeschrieben und kann jetzt eben auch tatsächlich Lernfortschritte für mich sammeln. Das heißt, auch jetzt wieder für Sie, wenn Sie sagen, Sie wollen mit Schülerinnen mit solchen Kursen aus dem Ressourcenkatalog arbeiten, aber sonst eigentlich nicht darüber hinaus
ja, Funktionen von Edu-Vidual in Anspruch nehmen, reicht es eigentlich, wenn Sie den Schülerinnen den Link zu dieser Lernressource mitteilen. Die Schülerinnen melden sich dann mit einem beliebigen Konto an, lernen und zeigen Ihnen dann über andere Kanäle beispielsweise, was Sie gemacht haben. Oder wenn es nur zum Selbststudium ist, dann ist das ja auch völlig ausreichend. Natürlich ist es aber so, dass eine sinnvolle, oder ich sage mal nicht sinnvoll ist, auch unterrichten auf andere Art und Weise, aber es ist natürlich ein gewisser Mehrwert da, wenn ich den digitalen Lernraum auch dazu verwende, eine Beziehung zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen abzubilden, in dem Sinne, dass eine Kommunikation möglich ist. Das heißt, dass die Schülerinnen den Lehrerinnen zeigen, was sie gemacht haben, dass die Lehrerinnen Feedback geben, bewerten können und einfach hier dann eine Lernbegleitung stattfindet. Und damit ich das umsetzen kann, benötige ich natürlich auch in Edu-Vidual diese Beziehung in irgendeiner Form abgebildet. Und damit ich das machen kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich fange mit der fortgeschritteneren Möglichkeit an, in diesem Fall. Das heißt, wenn eine Schule sich in Edu-Vidual registriert hat, was ja auch kostenlos möglich ist für österreichische Schulen, dann können Lehrerinnen und Lehrer eigene Kurse anlegen. Das heißt, ich lege zum Beispiel für eine bestimmte Klasse einen Kurs an, nehme die Schülerinnen in diesen Kurs auf, beziehungsweise mache das über einen Einladungslink. Und wenn ich diesen Kurs, diese Kurshülle gemacht habe, dann kann ich hier die Funktion Lernpaket kopieren verwenden und kann dann einen beliebigen Kurs aussuchen, in den ich hier etwas hineinkopieren möchte. Ich nehme da jetzt mal kurz, ich müsste irgendwo meine Spielwiese haben. Na, ist egal, ich mache es nicht ganz fertig. Also das heißt, ich kann dann hier aussuchen den Kurs und einen Abschnitt, hinter den ich die Inhalte einfügen möchte. Das heißt, alles, was ich übernehme, wird dann in einen eigenen Kursabschnitt übernommen. Und wenn ich jetzt sage, ja, okay, dann habe ich noch diese Auswahlmöglichkeit, auch nur einzelne Inhalte zu klonen. Ja, das heißt, ich kann nur noch sagen, na, ich will eigentlich aus dem Lernpaket nur diese eine Aufgabe haben und sonst interessiert mich der Rest eigentlich nicht. Wenn ich diesen Weg eingeschlagen habe, dann habe ich eine tatsächliche Kopie in meinem Kurs und ich kann diese Kopie dann natürlich auch verändern. Und das ist der eigentliche Sinn hinter OER, also offenen Bildungsressourcen. Und in dem Kurs habe ich ja dann diese Lehrerinnen-Schülerinnen-Beziehung abgebildet und kann alles mit den Schülerinnen gemeinsam machen und bin in einem geschlossenen Rahmen, wo auch niemand Außenstehender zugreifen kann. Jetzt haben wir uns Gedanken gemacht. Es ist eine große Hürde, von dieser Stufe selbst lernen ohne Begleitung zu, die Lehrerinnen müssen selbstständig Kurse erstellen, wissen, wie sie jetzt diese Inhalte kopieren und da braucht es dann doch eine gewisse Einarbeitungszeit. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie könnte dieser Ressourcenkatalog jetzt in einer Zwischenstufe auch noch ein bisschen einfacher funktionieren. Und dazu haben wir uns eine mögliche Lösung überlegt, nämlich die Funktion Gruppe anlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier als Lehrperson drinnen bin und sage, ja, ich möchte mit diesem Kurs arbeiten, aber ich möchte jetzt, dass Schülerinnen von mir auch in diesem Kurs sind und ich sehe, was die Schülerinnen machen, dann sage ich Gruppe anlegen. Diese Funktion Gruppe anlegen steht aber nur österreichischen Lehrerinnen zur Verfügung. Nachdem ja sich hier theoretisch jeder weltweit registrieren könnte, haben wir eine gewisse Einschränkung für diese Funktion vornehmen müssen. Das heißt, entweder die Schule ist hier auch registriert und hat sie als Lehrer oder Lehrerin berechtigt, dann trauen wir den Angaben der Schule und Sie können diese Funktion verwenden. Oder wenn Ihre Schule nicht registriert ist, dann reicht es auch, ein E-Education-Konto zu haben.
Nachdem ja nur Lehrerinnen E-Education E-Mail-Adressen bekommen, akzeptieren wir das genauso. Das heißt, wenn Sie so eine Gruppe anlegen möchten und Ihre Schule ist nicht registriert, dann nutzen Sie bitte einfach den Microsoft-Login auf der Startseite und melden sich mit dem E-Education-Konto an. Und dann steht auch diese Funktion ohne irgendwelche Einschränkungen zur Verfügung. Ich kann jetzt hier einen beliebigen Gruppennamen wählen, zum Beispiel die 2HSA im Schuljahr 21/22. Und sage, erstell mir bitte diese Gruppe. Und dann bekomme ich zwei Einladungslinks, einmal für die Schülerinnen, einmal für die Lehrerinnen. Das heißt, ich kann meine Schülerinnen damit in diesen Kurs und die Gruppe hinzufügen. Und wenn ich diesen Einladungslink für Lehrerinnen benutze, dann kann ich auch Kollegen und Kolleginnen einladen, dass wir gemeinsam eine Gruppe hier begleiten. Beziehungsweise, wenn ich mit dem E-Education-Konto diese Gruppe angelegt habe, aber eigentlich sonst mit einem anderen Konto arbeiten möchte, kann ich natürlich mich selber dann auch in diese Gruppe wiederum einladen. Mit den QR-Codes kann ich das natürlich auch beispielsweise auf einem Arbeitsblatt aufdrucken, wenn ich möchte. Und die Schülerinnen können dann auch mit dem Handy rasch und unkompliziert in diesen Kurs und in meine Gruppe hineinfinden. Ich werde jetzt ein zweites Browserfenster öffnen und dann kurz zeigen, wie diese Lehrerinnen-Schülerinnen-Beziehung sich hier abbildet. So, da muss ich kurz die Bildschirmfreigabe beenden und dann neu machen mit dem gesamten Bildschirm. So. Also ich bin jetzt hier wieder in diesem Lernpaket und habe hier meine Gruppe 2HSA, Schuljahr 21/22. Und auf der rechten Seite melde ich mich jetzt mit einem Demokonto an, Robert plus Schuela. Also ich bin jetzt hier der Robert Schrenk Schüler. Ich habe das auch hier deswegen absichtlich mit einem Hintergrundbild versehen in meinen Nutzereinstellungen, damit man hier auch sofort den Unterschied zwischen den beiden Browserfenstern sieht. Ich bin jetzt hier als Schüler in diesem Kurs gelandet und wie wir sehen, ich bin noch nicht im Kurs eingeschrieben, daher bekomme ich ja hier diese Meldung und könnte jetzt natürlich mich hier selbst einschreiben, so wie vorher schon gezeigt, um zu lernen. Dann wüsste aber meine Lehrperson nichts, was ich tue. Wenn nun die Lehrperson mir diesen Einladungslink zur Verfügung stellt und ich dem einmalig folge, dann bin ich jetzt in diesem Kurs eingeschrieben. Also wir sehen es, die Meldung oben ist weg. Und ich bin auch jetzt mit der Lehrperson in einer Beziehung und kann hier Feedback bekommen und auch Bewertungen erhalten. Und natürlich ab sofort ist auch in meinem Überblick dieser Kurs, in den ich eingeschrieben bin, zur Verfügung. Das heißt, die Schülerinnen finden nach dem Anmelden auch später sofort wieder in diesen Kurs hinein. Ja, wenn ich jetzt irgendetwas mache, sagen wir mal, ich werde jetzt hier den Test durchführen. So, zum Glück kenne ich die Antworten. Bei diesem Lernpaket ist es gedacht, dass die Schülerinnen ein Video anschauen und dann dieses Quiz absolvieren. Und wenn sie das geschafft haben, dann wird sozusagen das nächste Video freigeschalten. Und wenn ich jetzt hier als Lehrperson auf der linken Seite drinnen bin, dann sehe ich jetzt von meinem Schülerkonto, dass dieser erste Self-Check erfolgreich absolviert wurde. Also wir sehen, ich kann hier jetzt mit den Schülerinnen in Kontakt treten. Bei Self-Checks, also das ist eigentlich ein Lernpaket, das für das autonome Lernen gedacht ist. Da ist jetzt natürlich ein bisschen weniger Interaktion. Aber wenn hier zum Beispiel Aufgaben sind, wo die Schülerinnen etwas hochladen, dann kann ich natürlich den Schülerinnen hier auch verbales Feedback geben oder auch eingebettet in PDF mit Annotationen und so weiter und kann also auch zum Beispiel mit Schülergruppen gemeinsam Diskussionen führen und einfach den gesamten Funktionsumfang des Lernpakets damit verwenden.
So, ich schaue kurz auf die Uhr. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit und dann möchte ich auch noch Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn welche sind. Die eine Funktion, die ich jetzt nämlich nicht hergezeigt habe, war diese Erprobung von eTappers. Das heißt, wenn ich ein eTapper hier habe und Sie sagen, ja, eigentlich, das habe ich jetzt im Unterricht verwendet und ich bin bereit, hier ein bisschen Zeit zu opfern, um hier Feedback zu geben, dann können Sie hier auf Evaluierungen gehen und entweder es gibt schon eine, dann können Sie trotzdem eine hinzufügen, aber Sie bekommen von eEducation dann kein Honorar. Aber wenn es noch keine Erprobung gibt, dann können Sie jederzeit hier sagen, okay, ich füge das jetzt hinzu. Sie sagen nur, an welcher Schule es erprobt wurde, in welcher Schulstufe und wann und geben hier ein ja, taxatives Feedback ab zu gewissen Parametern und dann sollten aber auch noch Anregungen und Feedback verbal gegeben werden. Und dann bekommt die Schule einen E-Education Badge und Sie möglicherweise eben ein Honorar. Das ist eigentlich eine nette Sache von E-Education, die natürlich gerade bei den E-Education Praxistagen nicht unerwähnt bleiben sollte. Ja, weil ich finde, das ist wirklich eine großartige Initiative, die da aufgebaut wurde. Gut, in dem Sinne habe ich, glaube ich, alles erzählt, was ich mir vorgenommen habe und bin noch gerne bereit, noch für diverse Fragen Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, die sollten in den Chat gepostet werden. Ich weiß nicht, Alexandra, oder sollen die Teilnehmerinnen das Mikrofon einfach aktivieren und fragen? Geht beides. Genau. Geht beides, super. Natürlich geht beides. Danke gleich mal, Robert, für den Vortrag. Es war voll interessant und danke auch für die Blumen an E-Education. Ich werde das auch weitergeben. Okay. Gibt es jetzt Fragen? Bitte Ich dann. glaube, vorhin waren zwei Hände oben, aber ich habe nicht ganz mitverfolgt, bei wem. Ich glaube, das war ein Klatschen. Ach so. Aber ich bitte, also falls das Fragen waren, dann bitte posten, ansonsten. Ah ja, in welchem Moment des Prozesses werden die Kompetenzen hinzugefügt? Ich teile dann nochmal ganz kurz meinen Bildschirm, da brauche ich jetzt die Lehrerinnenansicht. Wenn jemand als Autor oder Autorin tätig sein möchte, dann macht man zuerst einen Kurs irgendwo, das ist ganz egal wo. Ich nehme vielleicht hier mal einfach diese Spielwiese für Experimente heraus. Ja. Ich kann also auch in diesem Kurs mit meinen Schülerinnen das schon gemacht haben und bin draufgekommen, ja, die Stunde, die war jetzt echt super. Ja. Und das, was wir die Stunde gemacht haben, das möchte ich jetzt als Lernpaket teilen. Das kann also in einem riesengroßen Kurs sein, wo ich das ganze Jahr schon arbeite. Aber einen kleinen Teil, den will ich freigeben. Dann muss ich im Bearbeitungsmodus den Blog EduPublisher hinzufügen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, Inhalte veröffentlichen. Das heißt, mit dem Zeitpunkt, wo ich hier sage, Inhalte veröffentlichen, werde ich zuerst gebeten, die Inhalte auszuwählen, die ich veröffentlichen möchte. Sprich, ich sage jetzt hier, okay, fortsetzen. Jetzt wird ein Lehrerkurs erstellt, ja, also quasi ein Entwurfskurs. Und ich wähle aus, was möchte ich importieren. Und an dieser Stelle müssen eigentlich die Kompetenzen schon den Elementen hinzugeordnet sein, damit ich es dann als ITAPA freigeben kann. Also vielleicht noch kurz, hätte ich vielleicht vorher noch erwähnen sollen. Es ist eine Vorbedingung von ITAPAs, dass man Kompetenzen zuordnet. Es gibt Kompetenzraster, die vom Bildungsministerium veröffentlicht wurden und die von eEducation ja auch verwendet werden, um eine kompetenzbasierte Suche zu machen. Und auch beispielsweise die Edothek soll ja eine kompetenzbasierte Suche beinhalten. Und damit man also hier ITAPAs einspeisen kann, muss man diese Grundbedingung daher erfüllen. Wenn ich jetzt hier ich wähle jetzt nur etwas Kleines aus, sage ich zum Beispiel, ja, da hatten wir eine Chat-Aktivität, die war super. Dann bestätige ich das und jetzt wird diese eine Aktivität in den neuen Kurs kopiert, was bedeutet, dass die ganzen Schülerdaten, die ich da hatte, die sind jetzt alle nicht kopiert worden, weil wir wollen ja nicht, dass dann Schülerdaten von irgendeiner Schule in diesem Kurs landen, der öffentlich wird. Das heißt, wir sehen auch hier oben steht da offene Publikation von Kurs und so weiter und so fort. Und hier gebe ich noch die Metadaten ein.
Und an dieser Stelle, wenn ich sage, als ITAPer veröffentlichen, dann müssten jetzt hier auch die Kompetenzen aufscheinen. Wenn ich hier keine habe, dann ist natürlich ein Problem. Dann kann ich aber immer noch in diesen Kurs offene Publikation gehen und das auch noch dort anreichern. Aber gescheit wäre es, wenn man es gleich vorher macht. Und was ich auch hier auswählen kann, ist die Freigabe in die Edothek. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte diese Inhalte nicht rein in Individual freigeben, sondern auch für Leute, die nicht Individual verwenden, dann ist die Edothek natürlich eine gute Anlaufstelle. Da muss ich hier ein paar Metadaten ausfüllen, die eben von der Edothek vorgesehen sind. Hier ist keine Pflicht, Kompetenzen wirklich technisch verknüpft zu haben. Hier reicht der Lehrplanbezug. Und dann werden diese Inhalte, nachdem sie geprüft wurden von uns und dann freigegeben wurden, automatisch in die Edothek aufgenommen. Also ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Ja, wenn es Probleme gibt, dann bitte oben beim Arztkoffer-Symbol zum Beispiel die Online-Sprechstunden in Anspruch nehmen. Dann kommt jemand von unserem Zentrum und hilft einem. Also wenn ich sage, ich will eine Sprechstunde hier haben, dann habe ich hier eine Liste mit Zeitfenstern und kann hier einfach buchen, wann ich Zeit habe, und dann hilft mir jemand bei all diesen Problemen. Ja, danke, Robert. Wir sind leider schon über der Zeit und okay. Wir müssen den Platz freimachen jetzt für die Frau Buchecker, für den Workshop. Aber kurz nochmal, sind die Fragen geklärt jetzt, die aufgetaucht sind? Okay, von der Ines, ja, danke. Passt. Dann nochmal danke, Robert. Ja, sehr gerne und schöne Veranstaltung noch. Dankeschön, schönen Nachmittag. Ja, Frau Buchecker, danke, dass Sie da sind. Ich gebe Ihnen gleich mal...